Eine der Möglichkeiten, sich im Sommer etwas abzukühlen und dabei gleichzeitig angenehm die Zeit zu verbringen, ist eine Fahrt mit einer Yacht. Während einer solchen Tour wird sich Lettlands Natur in einem völlig neuen Prisma öffnen und die beruhigende Kraft des Meeres sorgt für Erholung vom Alltagsstress. Wie der Yachtkapitän Andres Bulls erzählt, sind sowohl Kundenwünsche als auch Angebot vielseitig. Im Sommer entscheidet sich die Mehrheit der Leute für einen Tagesturn. Jugendliche wollen ihren Geburtstag feiern, junge Paare wollen für ein paar Stunden hinausfahren bis zur Boje Daugavmündung und zurück. Überwiegend sind es Fahrten innerhalb der Grenzen von Lettland. Eine weitere beliebte Route führt ins Mittelmeer. Meiner Meinung nach ist eine ein- oder eineinhalbwöchige Reise, die Estlands Inseln einschließt, ein sehr interessantes Szenario. Diejenigen, die zum allerersten Mal planen, das Deck einer Yacht zu betreten, empfiehlt der Captain, einen Kurztrip den Vorzug zu geben, um seine Kräfte zu testen, gegen die Seekrankheit anzukommen. Aber diejenigen, die bereits über genügend Erfahrung verfügen, können diese mit der Herausforderung, die die Bucht von Riga und die Ostsee darstellen, ergänzen. Mit einer Yacht ist es wie mit dem Auto. Wenn man will, kann man faktisch jeden Ort anfahren, den die Yacht erreicht. Natürlich muss man manchmal auch etwas improvisieren. Wenn wir zum Beispiel nach Kuivisi unterwegs sind und sich das Wetter ändert, dann kann es passieren, dass man den nächsten Hafen ansteuern muss, der sich in Salatskriva befindet. Die Route wird vorher ausgearbeitet, aber aufgrund veränderlicher Wetterbedingungen kann man gezwungen sein, diese zu ändern. Man kann sich auch selber eine Route ausdenken. Im Wesentlichen gibt es für eine Yacht keine Grenzen und man kann überall hinfahren. Auf die Frage, wie man Neulinge zu einer Fahrt mit der Yacht überreden könnte, antwortete der Captain, dass die Leute nach einer solchen Fahrt sehr zufrieden und fröhlich wären und den Wunsch hegen würden, sich noch einmal auf eine Fahrt zu begeben. Man muss einfach fahren und es ausprobieren. Viele Leute fahren raus und freuen sich, sagen, dass es echt toll sei. Manchmal kommen Fragen auf, wie sicher es ist. Bei Langfahrten müssen einige Dinge für unvorhergesehene Notfälle an Bord sein. Aber unabhängig davon muss man auf irgendeine Art anfangen. Die angebotene Route hängt im Großen und Ganzen davon ab, welche Art von Erholung die Leute wollen. Fast jeder Yachtclub und Yachthafen in Lettland bietet solche Segelturns an.